Recht herzlich willkommen zur 245. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben die auf Rakete. Wir hatten ja auch gesagt, dass wir hier vielleicht mit den Winglets noch was machen wollten, aber ich bin immer noch am Überlegen, ob das so. Wie viel Prozent haben wir hier? Wir haben das ja schon mal irgendwann gehabt, glaube ich, dass wir der zu wenig Schub hatten, ne? Aber das ist 51. Wenn die Booster weg sind, sind wir dann schon hoch genug? Das ist die Frage, ne? Mir kommt es vor, als ob 3 zu wenig sind. Ach, ich glaube, wir gehen nochmal zurück und bauen da noch einen 4. dran. Ich glaube, wir haben nicht genug Hochantrieb nach oben dann, dass wir da hochkommen. Ich glaube, wir machen da 4 raus. 3 macht's mir nicht, ne? Das haben wir alles wieder weggenommen. Dann gehen wir hier rein. Dann laden, öffnen wir die, wie hieß er, Minmus-Station. Laden. Das ist er. Und wir nehmen das weg. Machen das auf 4. Passt. Und das machen wir dann auch auf 4. Ist das so richtig? Sieht gut aus, oder? Ja. So, dann speichern das Ding und setzen wir das auf die Startrampe und hoffen, dass dann so geht. Jetzt weiß ich gar nicht, auf wie viel Schub ich das habe. Habe ich das eingestellt? Das muss ich nur ändern, ne? Hier, der hier. Ist das passend? Das ist die Frage. Wo sehe ich das? Nur im Dingens Center. Orbital Control Show Engineer. Nee. Weißt du? New Custom Section. Close Editor, das war es nicht. Hat 1. Fast hat 2. Custom, es muss ein Custom. Ich sehe Custom nicht, ist nicht hier jetzt, oder was? Custom 1 will ich nicht. Close Editor, nimm mal hat 1 und dann wollen wir da noch. Ja. Delta V Current haben wir. Time to maneuver, burn time to maneuver note. Angel, Zimi. Ich glaube, das ist die Frage, ob es das hier überhaupt gibt, ne? Inclination? Nee, das gibt's hier gar nicht. Kann es sein, dass ich das nur im Dingencenter sehe? Body, Maneuver, Landing, Rendezvous, Vessel, Surface, Orbital. Sehe ich nix. Ja. Das sind alles schöne Sachen, die wir da gar nicht brauchen. Das heißt, nee, das ist hier falsch. Flug wieder aufnehmen. Wir gehen nochmal ins Space Center. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das richtig ist. Nee, da sehe ich trotzdem nichts, ne? Aber ich kann es hier rüber vielleicht sehen, oder?
Ach doch, hier sehe ich's. Und das Ganze ist TBR 1,68. Das bedeutet, wir haben das Teil hier nicht korrigiert. Aber wenn ich das hier jetzt runter mache wieder, dann bin ich viel zu wenig hier, wenn ich da oben bin, oder? Oh Mann, ey. 1502. Gute Frage, nächste Frage, ne? Jetzt habe ich auch wieder 4 gemacht. Den habe ich ja gespeichert. Das ist doch alles zu wenig hier, oder? Mach das mal dahin. 1, 2, 3. Mach den mal da dran. Ist das... Ich brauche doch 5, 2 oder sowas, hä? Das haut doch alles noch nicht hin hier. Ja, gut. Ich glaube, wir müssen da noch dran arbeiten. Wo ist das Winglet? Da. Das hilft mir noch gar nichts hier. Mach das nochmal ab. Und bastel den mal. Mehr macht er dran. Mal gucken, was bei allen Achten da ist. So, da habe ich 1,5, 2,5. Das reicht auch noch nicht. Irgendwas ist hier faul an dem Ding. Ich brauche da ein besseres Ding zum Hochkommen. Habe ich was? Das ist die nächste Frage, ne? So. Die drei dahin und wir haben eben die kleineren. Ne, das waren ja schon die großen. Ne, das waren schon die großen, ne? Jo. Das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das ist alles schlecht. Das ist alles weg. Das ist dran. Die Kappler ist noch dran, na gut. Sprit. Ne, der da ist der größere, ne? Genau. Ja. Noch ein. Triebwerke. Die. Achthundert. Dann die mal weg. Die da dran. Das sieht gut aus. Dann die da dran. Das ist nix, ne? Das ist nix.
Dann das ganze normal gerade. Der war zu tief. Kann auch einen Tacken rüber, oder? Und dann noch mal so sechs da dran, ne? So ist gut. 1500. Passt. Ja, super. Nose Cones haben wir die. Wo waren die denn hier? Und nochmal drei. Passt. Sieht irgendwie so unförmig aus, als ob das nicht gut ist, aber pff. Versuch macht klug, oder wie war das? Also diese. Sitzen besser so, oder? Und diese. Sitzen besser so, oder? Ist aber auch nicht gut ausgerichtet. Und vor allem in der Höhe verkehrt. So könnte es sein, aber leider in einer ganz anderen Dimension. Boah, das hat ja wieder gut geklappt hier. Komm, den erstmal weg. Nee. Jetzt ist der Halter da auch noch. Glaub's es doch nicht, ey. So, der ist jetzt noch ein bisschen zu weit nach da. Das hat gar nicht gefruchtet. Keine Ahnung, warum der jetzt wieder nicht da ist, der Halter. Der ist an die hintere Rakete gegangen, sehr schön. Das heißt, wir probieren es hier nochmal und hoffen, dass wir es einigermaßen gleich hinkriegen. Das sieht jetzt mal gut aus. Ich glaube, symmetriemäßig sieht das auch nicht schlecht aus. So, das sind jetzt 3,2. Zu wenig auf jeden Fall.
Was machst du dann? Gute Frage, ne? Nochmal hier. Da nochmal hin. Die gehen nicht. Dann die. Ist die Frage, ob die das dann da mitmachen. Strukturelement. Aber der ich muss mal reinzoomen. Noch so ein. Passt schon. Die oberen weiß ich nicht, lasse ich jetzt so erstmal. Ich hoffe, dass das da nicht zu heiß wird und dann das in die Hose geht. Die und die. Tja, mach mal so. Und spreng die mal da rein. Achso, warte mal, nee, da läuft gerade was falsch hier. Wo hat er die da? Hat er die positioniert? Okay. Die kommen schon in einen. Das passt schon. Aber diese hier müssen woanders hin. Da. Und die kommen dann da rein. Und da gibt es auch einen Trust Limiter. Okay. So, diese starten zusammen mit dem, oder? So. Die starten zusammen. So, wir brauchen noch so ein Teil hier. Und das kommt da unten auch noch mit rein. In der Stufe sind dann achso, die Booster müssen auch noch woanders hin. Die müssen auch da unten mit rein. 1900. Irgendwie weiß ich noch nicht. Die Sechser gehen zusammen weg, der geht später weg. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das funktioniert oder nicht. Speicher mal und dann legen wir los. Ja, da steht wer drauf. Ist jetzt egal. Sammeln wir wieder und dann geht's los. So, und jetzt probieren wir da mal hochzukommen, egal wie. Achso. Hier haben wir nicht umgestellt, aber ist jetzt auch egal. Mal gucken, wie das Triebwerk oder die Triebwerke eingestellt sind, natürlich zu. Ich mach's mal so. Ich habe keinen Wert, den ich da jetzt mit beurteilen kann, aber die kommen dann, die dann, das dann, okay, und SAS an. Wieso habe ich kein SAS? Okay, das heißt,
Hier ist kein Pilot dabei. Na super, das hat ja wieder gut geklappt. Das heißt Recover Vessel. Und dann wollen wir das nochmal machen. Mit einem Piloten drin. So, gucken wir mal rein. Wissenschaftler, Ingenieur, Wissenschaftler. Und er kommt rein. Und dann probieren wir es aus. Ob wir da hochkommen oder nicht. Mal schauen. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt. Jetzt hätte ich es ja gucken können. Ne? Aber jetzt ist auch egal. So, SAS an. Und ein bisschen rausgezoomt und auf geht die Reise. Weiß nicht, ob das hier nicht nachher kaputt geht oder so. Könnte passieren, muss aber nicht. Ein bisschen geht es ja nebenher. Wir haben natürlich jetzt die Winglets vergessen. Auftrieb ist auf jeden Fall da. Die Solid Booster, die, naja, da geht die Reise schon los, ne, weil wir keine Winglets da dran haben. Schmeißen wir schon mal was weg. Und retten die mal gerade. Weil das war jetzt ein grober Fehlversuch. Und besser ist das. Oh, da fliegen noch so ein paar hin und her. Ah, die haben Spaß, die drei. Obwohl, vielleicht auch nicht so wirklich, oder? Also mal so lieber. Da müssen noch gleich welche explodieren. Ist da? Ganz schön hoch gewesen mit 5000 Meter, ne? Ich weiß nicht, was das da ist mit dem Schiff. Oh, ich glaube, das schlägt sogar hier im Zentrum ein, oder was? Der Schirm geht schon mal auf, also die drei Jungs sind auf jeden Fall gerettet. Und da schlägt jetzt was ein, oder? Okay, und der fliegt jetzt hier nochmal flach her. Unkontrolliert natürlich. Meter. Und direkt am Strand, okay. Alles ist weg. Der rote Punkt wahrscheinlich auch. Die Jungs kommen runter. Ziemlich schnell. Ich hoffe, das reicht aber noch. Oh. Ja, leider war das negativ. Dafür reichte der eine Schirm nicht. Aber drei Jungs verloren. Das ist ein ganz trauriger Tag in dieser Geschichte. Ja, und was ich jetzt mal so sagen will, das ist, dass wir das Kerbal Space Programm mit dieser Folge beenden werden. Denn irgendwo ist leider der Reiz raus. Es ist ein cooles Spiel, aber ja. Auf Dauer 245 Folgen und Zuschauerzahlen sind auch nicht so prickelnd mehr, würde ich jetzt sagen,
steigen wir hier aus, überlegen uns, was wir demnächst weitermachen. Irgendwie ins Weltall könnte es trotzdem gehen, denke ich mal. Das wäre nicht verkehrt. Aber wie, müssen wir mal schauen. Ja, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Ich denke, ich habe schon eine Idee, was ich machen möchte. Ich bin aber überlegen, ob ich das so mache wie bisher, eine Folge hochladen und fertig, oder aber ich mache es als Livestream und naja, dann wird es nachher auch hochgeladen. Ne? Dann bin ich noch am Überlegen, ob ich das mache. Weiß aber noch nicht so genau, weil Livestream bedeutet ja auch immer, mal schauen, wann der läuft dann. Ich bin am Überlegen, den Livestream könnte man Freitagabend, Samstagabend oder Sonntagabend machen. Wäre aber jetzt so zu überlegen, ja, wann ist dann die Folge für die anderen zu gucken. Ich glaube, ich setze das mal noch zurück, überlege mir das in dieser Runde noch, die bis zur nächsten Woche läuft sozusagen. Schauen wir mal. Ja, gut. Damit sind wir hier auf jeden Fall durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr diese vielen Folgen vielleicht mitgeguckt habt. 245 Stück an der Zahl. Das zweite ist es ja schon. Davor gab es ja auch schon das Kerbal Space Programm in der ersten Staffel. Jetzt zweite Staffel durch. Also durch jetzt nicht wirklich, aber ne, erledigt sich jetzt hiermit. Ich denke, dass wir im Weltraum weiterkommen. Vielleicht ein bisschen anders wie hier. Aber ja. Macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Schaltet wieder ein. Macht euch die Glocke an. Kriegt ihr mit, wenn ich das Video hochlade. Oder das nächste Video hochlade. Wenn euch diese Folge noch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Schreibt mir mit den Kommentaren mal rein, was ihr darüber haltet. Ob das jetzt wirklich hier zu Ende ist oder sowas. Dass das gut ist oder ob ihr doch noch weiter hier wollt. Aber ich glaube, wir fangen lieber was Neues an. Wie gesagt, die Motivation ist nicht mehr so hoch. Ne? Alles klar. Ich würde sagen, bis zur nächsten Woche, wenn wieder was läuft, ne? Am Sonntag sozusagen, weil die Videos für Kerbal Space Program kamen ja immer am Sonntag raus. Und ich werde dann vielleicht die Zeit ein bisschen umsetzen. Vielleicht ist das dann auf abends, dass das veröffentlicht wird, das Video. Wenn es denn durch ist, müssen wir mal schauen, ne? Alles klar. Also nochmal kurz, Freitagabend könnte der Livestream laufen, Samstagabend könnte der Livestream laufen oder vielleicht Sonntag. Im Laufe des Tages, würde ich sagen. Muss ich dann mal schauen. Kündige ich aber, wie gesagt, wahrscheinlich dann auch immer an. Ihr kennt das ja somit. Auf Facebook, auf Twitter, auf, keine Ahnung, Instagram und wo überall was stehen könnte von mir. Ne? Schaut mal rein. Bis dann. Tschüss.